war ein Replay vom The Legend of My Little Brownie. Brownie. Brownie, ja. Brownie. Mit seinem Kollegen dabei, The Legend of My Little Pony. Erst was Lucky Few, ich muss sagen, ich war erst überrascht und dachte, The Expendable hätte sich umbenannt, um mich irgendwie zu trollen oder generell einfach so. Er ist jemand aber einfach, den ich nicht kenne aus dem Clan. Ist auch, glaube ich, erst 12 Tage drin, also herzlich willkommen. Ich war die letzte Woche nicht einmal auf dem Test, glaube ich. Wobei, einmal? Doch, ich glaube einmal schon. Und, ja. Ups, AMX. Der hat auch schon nachgeladen. Ja, Replay vom Ru 251. Der Scout und ein AMX, der keinen schnellen... Ich weiß nicht, je nachdem, auf welche Taste er hat. Finger hat. Ja, hier hat hier schon mal eine gute Position. Dadurch, dass es keine Arti gibt, kann er hier gut stehen. Gäbe es Arti, würde die ihn hier wahrscheinlich schon aufs Korn nehmen, weil er einfach sehr gut hier reinschießen kann. Ja, beim Gegner Ruhm muss er halt sehen, dass er möglichst viel Damage austeilt, bevor er ganz dran ist, weil dann heißt es, wer Luck hat oder so. Das ist, ein sehr, sehr, sehr schöner Treffer. Ja, das ist immer wieder blöd. Deswegen immer sehen, dass man am Anfang mehr Schaden macht als der, bevor er da ist. Da hat man wesentlich bessere Chancen quasi, nicht so viel APs zu verlieren. Aber da kommt auch schon der nächste. Tigor 2. Auf dem Turm würde ich schießen, ja. Sehr schön. By the way, die Legend hier, die Legende hier geht übrigens nicht in die Bewertung ein. In der Ruhmeshalle gibt es ihn nicht. Und zwar der Spieler The Legend of My Little Brownie ist aufgrund von Verstößen gegen die Spielregeln nicht in dieser Wertung erhalten. Enthalten. Wollte gerade sagen, erhalten ist ja komisch. Also, herzlichen Glückwunsch. Sie haben es geschafft. Sie sind nicht gebannt. Du bist nicht gebannt, aber irgendwie nicht in der Global-Wertung drin. Komisch. Hatte ich noch nie, habe ich noch nie gesehen, deswegen wollte ich das mal erwähnen. Aber naja. Warum schießt der mit Heat auf den Tiger? Ich weiß ehrlich nicht, wie viel Durchschlagskraft er hat, deswegen. Was? Da bin ich jetzt schwer enttäuscht. Da bin ich jetzt schwer enttäuscht. 190 Penetration sollte er beim Tiger ganz locker durchkommen, aber. Naja. Oh, Alter. Das war mehr als ein Luckshot, würde ich sagen. Da haben wir ja echt nicht viel und er trifft trotzdem. Ja, beim D04 müssen wir jetzt unglaublich gut aufpassen. Wenn er ihn jetzt blöd trifft, dann ist es aus für ihn. Hat aber auch ein paar Panzer, ist mehr oder weniger. Deswegen hat der andere Ru oder er hier auf jeden Fall gerade auf den Ru auch HE geschossen. Weil das da ein bisschen mehr Damage machen kann, wie man gesehen hat, die 300, 400 Damage, die er da gemacht hat. Ja, der Panther trifft leider auch nichts. Das ist immer recht übel. Ah, jetzt aber. Ja. Tod ist tot und das gesamte Gegnerteam ist auch schon ziemlich ja, dezimiert worden. Ist immer blöd. Ja, hier sind 3 Neuner von wie vielen? 4? Ne, 3 Neuner von 3 Neunern sind außen rumgefahren, haben, wie man hier sieht, einfach mal ja 4 Minuten gebraucht, um die Seite zu pushen und da war kein Gegner. Und das ist natürlich blöd. Hätten sie sofort durchgepusht, dann hätten sie das wahrscheinlich gewonnen, weil die ganze Mitte dann hier gefallen wäre von seinem Team hier. Aber naja, blöd gelaufen halt. Kennt aber, denke ich, auch jeder von euch. Dass da eine Seite, die eigentlich pushen sollte, nicht wirklich pusht. Und mit dem E75 WZ und dann AMX als ja, Support-Damage-Dealer quasi kann man durchaus, finde ich, ganz ordentlich pushen. Aber naja. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Ui. Da hatte er Luck. Gegnerisches
Und der ist etwas killgeil gewesen. Wie das so oft ist. Und das war's schon. Krass. Krass, krass, krass. Ich mach mal eben die Spiele-Dings auf. Ihr hattet ja jemand gewünscht, dass ich die auswerte. Ich werde da nicht groß was auswerten. Ihr könnt das für euch selber auswerten. Weil Link ist ja in der Beschreibung und da kann man ja auch mehr oder weniger alles sehen. Ja, 5800 Schaden und das in, na, wie viel war das jetzt? 5 Minuten ungefähr? Also, wow, ich hätte echt gedacht, dass es länger ist. Ich habe da nicht ganz drauf geschaut, wie lange es ist. Ja, 5800 Schaden, hatte ja auch noch ein bisschen Glück, dass es halt nicht ganz so die... Er hatte, musste nicht viel gegen Neuner spielen. Das heißt, seine Gegner waren da auf jeden Fall immer, kann man sagen, für seine Tierstufe, also er konnte mit denen gut klarkommen. Außerdem konnte er am Anfang sehr gut Damage dealen, indem die darüber gefahren sind und ihn quasi nicht beachtet haben. Und ja, ansonsten hat er noch 524 gespotteten Damage, 7 ja, Vehikel beschädigt, 4 getroffen wäre jetzt falsch, 4 zerstört, 35 Schuss, 30 Treffer, 25 mal durchgekommen. Also letztendlich 10 Schüsse, die halt einfach nichts gemacht haben, waren entweder nicht durchgekommen oder kein... oder nicht getroffen haben. Und sogar 135 Damage abgeblockt bei der Panzerung. Das war einer der Pantherschüsse, denke ich. Soweit so gut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Heute mal wieder etwas kürzer, aber ich hoffe trotzdem gut. Und würde sagen, schönes Restwochenende und bis zum nächsten Mal. Tiddle.